Ja, ich wechsle von Hannover nach Leipzig, einfach auch aus dem Grund, weil ich eine neue sportliche Herausforderung suche und ich sehr gute Rahmenbedingungen in Leipzig vorfinde, um mich nochmal persönlich als auch sportlich nochmal weiterzuentwickeln. Ja, nachdem ich jetzt mit Hannover zweimal europäisch geschafft habe, aber das erste Mal wegen Corona abgesagt wurde und jetzt das zweite Mal, wo ich wegwechsle, ist es natürlich jetzt beim dritten Mal mit Leipzig europäisch zu schaffen und dann auch wirklich zu spielen. Das ist das größte Ziel mit Leipzig, das zu schaffen. Ich bin mein Leben lang in Deutschland aufgewachsen, allerdings meine Mutter kommt aus Italien und die ist mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen und deswegen habe ich beide Pässe, den deutschen und den italienischen, und damals gab es dann eine Facebook-Nachricht von meinem Co-Trainer der italienischen Nationalmannschaft, der mir dann geschrieben hat, ob ich auch italienische Wurzeln hatte oder habe, und daraufhin sind wir in Kontakt getreten und dann haben die Italiener mich für das italienische Projekt begeistert. Ich wollte davon teilhaben und mitwirken, weil ich hoffe, dass ein Projekt aufzubauen ist einfach für mich persönlich auch nochmal eine Riesensache. Ja, bei den Italienern ist es nochmal ein ganz anderes Feeling, eine ganz andere Mentalität. Ich sehe jetzt sehr extrem den Vergleich von Deutschen zu den Italienern. Die sind nochmal ganz anders stolz, Italiener zu sein, haben eine ganz andere Lebensfreude. Und das merkt man jeden Tag, wenn man in Italien ist. Da wird so ein bisschen das deutsche Vita nochmal ganz anders gelebt. Und ja, es macht tierisch viel Spaß. Für mich ist manchmal die italienische Nationalmannschaft, wenn ich dort bin, fast wie Urlaub mit ein bisschen Handball spielen. Und das ist echt eine geile Sache. Ich freue mich sehr auf die Vorbereitung mit Leipzig. Wir werden sehr, sehr viel in der Halle machen und werden auch sehr, sehr viele Testspiele haben. Haben unser Trainingslager in Dänemark und ich hoffe, dass wir dann bestmöglich vorbereitet in die neue Saison starten. Ja, ich hoffe mir, dass wir in der neuen Saison ganz wenige Verletzungen bzw. keine Verletzungen haben und dass wir einfach eine erfolgreiche Saison spielen, dass wir die Heimspiele gewinnen, um unsere Fans zu begeistern in Leipzig und auch das Leipziger Publikum begeistern für unseren Sport.